Zwischen dem britischen Ex-Finanzminister Rishi Sunak und Außenministerin Liz Truss wird sich entscheiden, wer die Nachfolge von Premierminister Boris Johnson antritt. Die beiden erhielten bei der letzten Wahlrunde in der konservativen Fraktion an diesem Mittwoch die meisten Stimmen. Die Mitglieder der Tory-Partei werden nun zwischen Sunak und Truss auswählen und am 5. September soll das Ergebnis vorliegen. Den Sommer über führen beide Kandidaten Wahlkampf im ganzen Land und der verspricht hart zu werden. Weder Truss noch Sunak hatten mit Kritik an dem parteiinternen Rivalen gespart. Der von Skandalen gebeutelte Boris Johnson verabschiedete sich im britischen Unterhaus mit einem Hasta la vista, Baby. Mr. Speaker, I want to thank everybody here and hasta la vista, Baby. Thank you.